Wenn wieder mal ein Finale einer GNTM-Staffel ansteht, gilt das Interesse auch immer wieder früheren Gewinnerinnen. In der dritten Staffel war das die damals erst 17-jährige Jennifer Hof, die 2014 Schluss machte mit der Modelkarriere und heute Steuerfachangestellte, Mutter von zwei Töchtern und Freizeitgamerin ist. Das Magazin Die It-Girl-Agenten sprach jetzt mit Jennifer über ihren einstigen GNTM-Sieg und was sich ihrer Meinung nach in der Castingshow mit Heidi Klum verändert hat. Dabei verriet sie, dass sie die aktuellen Staffeln verfolgt und definitiv einen Unterschied zu früher feststellt. Also da sind die Ansprüche viel, viel höher als bei mir noch damals. Es war ein bisschen entspannter. Heute in dieser Staffel 2 Nacktshootings? Okay, bei mir gab's eins. Aber ich hatte noch Unterwäsche an. Ich war ja damals auch 17. Die Anforderungen am Laufsteg, das Tanzen, all das, das hatte ich gar nicht. Auch das Model-Business an sich habe sich verändert, sagt Jennifer. So werde ganz anders als früher nach unterschiedlichen Typen gesucht. Übrigens verriet Jennifer noch einen süßen Fun-Fact. Auch ihre Töchter gucken ab und zu GNTM und versuchen dann die Walks nachzumachen. Abschließend stellte sie klar, dass sie mit ihrer aktuellen Situation total glücklich ist. Ein Comeback schließt sie aber auch nicht komplett aus. Wir würden uns jedenfalls freuen, wieder von Jennifer Hof zu hören.